Was würdest du wählen? Engel oder Teufel? Entscheide dich richtig für die Hölle oder den Himmel. Oh, die Entscheidung fällt mir total. Ich bin Teufel. Let's go! Ich habe mich für die Hölle entschieden und wir sind heute mal als Teufel unterwegs und werden heute zusammen... warte mal, alles gut bei dir? Jo, jetzt erstmal ein bisschen, alles klar. Und wir werden in der Zwischenzeit den Engel versus Teufel Obby überqueren. Oh ja. Und ich hoffe, wir haben uns auf jeden Fall für die richtige Seite entschieden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und ich gebe dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, wir haben uns für den Teufel entschieden und sind hier in der Hölle. Und schreibt doch mal jetzt gerne in die Kommentare, würdest du dich lieber für den Teufel oder für den Engel entscheiden? Und hier drüben haben wir auf jeden Fall den schönen Himmel. Und hier wären wir, hätten wir uns für den Engel entschieden, aber ich habe mich für die böse Seite, oh ja, entschieden. Und das bedeutet, Freunde, wir fangen sofort an mit dem Engel vs. Teufel Parcours. Ab geht es. So, die ersten Level sind, glaube ich, hier, so in der im Himmel hier. Genau, ihr seht es, ach, so wie alles hier. Oh, 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 Leute, Hilfe, ein Teufel kann nicht fliegen. Let's go. Wir sind hier im Himmel und alles so weiß und sowas. Passt natürlich jetzt zu Engel. Jo, wer bist du? Warte mal, du bist ein Engel? Lass mich in Ruhe. Ich rede nicht mit dir. Ich will hier neue Freunde finden. Meine Teufelsfreunde. Wir springen so, jo, was war das? So Heiligenschein oder irgendwie sowas. So, zack. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier so entlang springen. Und ich will so schnell wie möglich... oh Gott, nee, nicht runterfallen. Ich will so schnell wie möglich hier raus aus dem Himmel gehen. Ich will sofort in die Hölle gehen, natürlich als Teufel. Weil da fühle ich mich natürlich wohl. Und wie gehe ich überhaupt so? Lalalala. Wie so eine kleine Diva gehe ich einfach. Was ist das denn hier? Hä? Ah, wir müssen uns für die richtige Seite entscheiden. So rechts, würde ich sagen. Links, rechts und jetzt wieder links und let's go. Okay, Freunde, Herzen, juhu. Warte mal, wieso juhu? Ich bin ein Teufel. Ich hasse Herzen. Ich hasse Liebe und alles, was damit zu tun hat. Ich liebe nur Hass. Geht das überhaupt, Freunde? Kann man Hass lieben? Naja, ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall der erste Teufel, der Hass liebt. So, dann würde ich sagen, zack, nächster Checkpoint. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hier so ab hier nach oben. Und warte mal, Freunde, es wird immer roter hier. Ich glaube, so langsam nähern wir uns. Was ist das denn hier? Ganz, ganz viele Engel. So langsam nähern wir uns auf jeden Fall der Hölle als Teufel. Oh, jo, da ist meine Teufelfreunde. Guckt euch das Ganze mal an, Freunde. Jo, was geht? Oh, die ist runtergefallen. Hey, Teufelkumpeline. Ha, was geht bei dir ab? Wir betreten jetzt zusammen hier den Weg durch den Himmel. Weil man muss hier erstmal durch den Himmel durchgehen. Oh, durch diesen schrecklichen Himmel. Um überhaupt am Ende anzukommen. Hier in der Hölle. Und was ist das denn hier, ey? So weiße Kügelchen. Schneeflöckchen oder irgendwie sowas. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, ab geht es hier nach oben und oh, ab geht es nach unten. Ich glaube, warte mal, ah, okay, wir müssen jetzt hier den linken Weg auf jeden Fall auswählen. Zack, 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 ab geht es hier nach oben und boom, auch da haben wir den nächsten Checkpoint, oh, mitgenommen. So, jetzt ganz, ganz vorsichtig. Und wie findet ihr eigentlich, wie sehe ich eigentlich, wie sehe ich eigentlich aus als Teufel? Ich meine, ich habe so rote Hörner und solche roten Flügel oder irgendwie sowas. Ich glaube, das steht mir noch echt sehr, sehr gut. Dann zage die, zack, so vorsichtig und boom. Okay, weiter geht es. Und was ist das denn eigentlich? Hier ist so ein Totenkopf oder irgendwie so. Oh, wir können alle Spieler verlangsamen, alle Spieler einfrieren oder alle Spieler blind machen. Und wir sind ja der Teufel, wir sind das Böse. Und das bedeutet, wir werden jetzt alle Spieler blind machen. Let's go. Und warte mal, also wir sind auch blind. Okay, das war vielleicht nicht so schlau. Was ist das denn? Freund, ich sehe jetzt gar nichts. Und oh Gott, wie soll ich denn das Level schaffen? Oh Gott, wir haben einfach hier alles verwandelt und alle sehen nur noch schwarz. Ich dachte, die anderen Spieler würden schwarz sehen, aber wir sehen jetzt selber schwarz. Leute, hört das auch mal irgendwann aus? Ich sehe einfach nur meine gruseligen Hörner. Yo, das sieht echt gruselig aus. Leute, also irgendwie habe ich, mir das Ganze, oh mein Gott, anders vorgestellt. Okay, jetzt geht es weiter. Junge, was geht ab? Ich habe einfach alle Spieler, blind gemacht. So, und jetzt müssen wir den Parcours doch mal hier schaffen. So, zagedi, zack. Jetzt geht es hier entlang, vorsichtig. Boom, und okay. Jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Okay, Freunde, ich würde sagen, oh, was sehen denn meine Teufelsaugen da? Da ganz, ganz hinten ist das Portal zur Hölle. Und dahin müssen wir, sofort hin. Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Ich habe hier, was ist denn los hier? Wieso schaffe ich das Level nicht? Ich habe hier die ganzen Himmelslevel und alles satt. So langsam möchte ich das Ganze hier nicht mehr machen. Und zack, jetzt geht es ab über die Schneeflocken hier. So perfekt. Und da drüben, Freunde. Oh ja.
Da fühle ich mich wohl und ab geht es durch den Heiligenschein. Halleluja. Ab geht es hier durch. Und da sind wir auch jetzt hier angekommen. So, zack, zack. Jetzt komm, mach mal hinne. Ich bin ein Teufel. Ich bin doch kein Engel. Was mache ich überhaupt hier im Himmel? Ich habe es hier gar nicht verdient. Ich meine, ich war mein Leben lang böse. Ich habe immer, ja, anderen Mitschülern immer so Stifte und alles geklaut. Und deswegen, Freunde, bin ich ein böser Teufel geworden. Also niemals natürlich hier böse Sachen machen. Sondern immer schön lieb und nett zu euren Mitmenschen sein. Damit ihr am Ende auch ein schöner Engel werdet und nicht so böse wie ich. Oh ja, würde ich sagen, ab geht es jetzt hier die Stufe nach oben und let's go, wir rutschen hier runter. Zack, die zack, ab geht es hier durch ein Labyrinth durch. Wie ich hier einfach durchbalanciere und die letzten Meter, Freunde, durch die Wolken geht es jetzt noch durch. Und dann sind wir angekommen, wirklich, oh mein Gott, ich kann es kaum abwarten. Komm schon, komm schon, komm schon, nichts wird mich jetzt noch aufhalten. Und ich würde sagen, Freunde, seid ihr bereit? Ab geht es in die Hölle. Oh ja, Freunde. Das gefällt mir noch mehr. Und guckt euch das, Mann. Direkt ist hier mein erster Home hier am Start. Und oh, ja, wir Teufel sind ein bisschen noobig, muss ich sagen. Ich meine, guckt euch den an. Der geht wieder zurück in den Himmel. Er denkt so, nö, kein Bock mehr hier in der Hölle. Reicht mir jetzt auch mal. Und geht einfach wieder zurück. Das kann ja wohl nicht sein. Naja, dann müssen wir das Ganze eben alleine machen. Hier diesen Teufels-Obby hier. Aber Freunde, ich muss sagen, mir gefällt es hier auf jeden Fall schon viel, viel besser. Oh, okay, okay, voll in die Lava rein. Gefallen. Hier ist ganz, ganz vorsichtig. Ich glaube, hier der Parcours wird natürlich auch immer und immer schwieriger natürlich. So, zack, jedes Level natürlich. Und boom, und bin ich eigentlich ganz alleine. So, links, Mitte oder rechts. Okay, links war es nicht, weil ich bin hier der einzige Teufel oder irgendwie sowas. Bin ich hier der einzig Böse. So, Mitte, jetzt, oh, okay, rechts, Mitte und links, links. Nein, okay, okay, rechts. Mitte und, warte mal, ist das die Deutschlandflagge? Das sieht aus wie die Deutschlandflagge. Und jetzt wieder rechts, Freunde. Let's go. Ab geht die Post. Zack. Da haben wir das Ganze geschafft. Und jetzt erklimmen wir hier. Oh, was ist das denn? So ein, oh, ein Vulkan oder irgendwie sowas. Müssen wir da jetzt reinspringen oder sowas? So, komm schon, Freunde. Ab geht es. Oh, okay, wir dürfen doch nicht reinspringen. Ach, schade. Ich habe mich schon richtig gefreut. Mal ein bisschen, dass es ein bisschen heißer wird, muss ich sagen. Weil der, im Himmel war das Ganze schon nicht so gut, ey. Die waren mir viel zu nett und freundlich da, die Leute. Ich brauche hier meine bösen Leute. Oh, ihr meine bösen Teufel. Wo seid ihr, meine bösen Teufel? Zeigt euch mal. Treffe ich mal überhaupt irgendwie anders? Hier oder bin ich hier der Einzige, oder waren alle vielleicht so lieb, dass sie es in den Himmel geschafft haben und wir sind der Einzige, der hier ein böser Teufel ist und zack und es leider nicht geschafft hat. Aber naja, wer muss schon lieb sein, wenn er auch böse sein kann? Oh ja, so würde ich sagen, hier zackidi zack, ab geht es hier auf jeden Fall, alle hopp, hier weiter. Was ist das denn? Jo, hier ist überall Feuer so am Rand. Guckt euch das Ganze an, warte mal, muss ich jetzt hier durch? Ah, ich muss hier nach oben klettern und jetzt hier bloß nicht die roten Feuerlaser berühren. Oh, und perfekto, Matico. Junge, das ist ja gar kein Problem mit diesem Jump'n'Run. Easy peasy schaffe ich das Ganze. Dann geht es hier ab nach... Hey, hey, warte mal, was war das denn? Hey, ist da oben irgendwer? Und, hä? Wieder nicht? Oder, warte mal, müssen wir jetzt hier den rechten Weg vielleicht nach oben gehen? Ich check das Ganze nicht. Und komm schon. Hä? Schon wieder nicht? Warte mal, wir gehen durch die mittlere Nummer. Oder bin ich jetzt so blöd hier hoch zu... Hey, oder muss ich hier an der Seite vorbei? Kann ich hier irgendwie... Jo, hier an der Seite hüpfen. Hilfe! Hier ist ein armer Teufel. Kann ich hier... Hä? Hochklettern? Ich kann nirgends hochklettern, Freunde. Was ist denn da los, ey? Ich komme hier einfach nicht weiter. Ich kletter hier nach oben. Ey, warte mal, was ist denn da los? Vielleicht hier... Hilfe, Hilfe! Vielleicht von der Seite? Oh, oder hier so am Rand klettern. Ich glaube, das ist auf jeden Fall... Jo, das ist die Lösung. Hier am Rand zu klettern. Oh mein Gott, okay, let's go. Zack. So, jetzt klettern wir wieder hier am Rand. Wieso können wir eigentlich nicht fliegen? Ich meine, können Teufel eigentlich nicht fliegen oder irgendwie sowas? So, zack. Jetzt sind wir, oh mein Gott, am Rand vorbeigeklettert. Das war mega, mega knapp. So, jetzt hier vorsichtig balancieren. Junge, ich lieb's einfach, wie wir so lalalala, bisschen entspannt laufen hier und boom. Da sind wir jetzt ab nach unten. Oh, ein Labyrinth. Ein Labyrinth in der Hölle. Hier ist überall Feuer und sowas. Aber das macht mir natürlich nicht aus. So, jetzt geht es hier entlang. Genau, so, let's go, let's go, let's go. So, zack. Oh, Sackgasse, Sackgasse. Einmal wieder umdrehen. Dann geht es bestimmt hier entlang, genau. Und da sind wir auch hier schon am Ende angekommen. Und zack. Ab geht es jetzt hier durch die Pyramiden weiter. Und die Sprünge werden auch immer und immer schwieriger, muss ich sagen. Und ich bin auch mal sowas von gespannt. Was wird uns am Ende erwarten? Ich meine, wir waren jetzt im Himmel und wir waren schon in der Hölle auf jeden Fall am Start. Aber was wird uns am Ende erwarten? Vielleicht irgendwie eine Kombination aus Beinen oder irgendwie sowas. Das wird auf jeden Fall mega, mega spannend. Und vielleicht kann ich mich ja wieder zurückverwandeln. Vielleicht will ich ja doch ein Engel sein oder so. Und nicht mehr ein böser Teufel. Ich meine, als das Leben als Teufel ist echt nicht so schön, muss ich sagen. Warte mal, was ist das jetzt hier? So die ganze Zeit
springen. Man ist immer böse zu anderen Leuten und ja, böse sein ist echt ganz und gar nicht cool, muss ich sagen. Ich habe mir das Ganze anders überlegt. Ich glaube, ich will lieber ein Engel sein. Ich meine, als Engel ist man immer lieb zu allen und man wird auch immer nett behandelt. Und als Teufel, ja, Teufel mag einfach gar keiner. Deswegen natürlich immer lieber nett sein und ja, ich würde lieber ein Engel sein. Kann ich mich nicht irgendwie zurückverwandeln oder sowas? Ich möchte doch in den... Oh, in den Himmel. Und was sehen die denn, wenn meine Teufelsaugen dort drüben? Habt ihr das gesehen? Das war ein weiteres Portal. Oh mein Gott, Freunde, wohin wird das wohl führen? So, zack. Oh, oh, fast meine Haare oder meine Hörner hier verbrannt. So, dann geht es hier ab. Okay, okay, let's go, let's go. Wir haben es gleich geschafft. Und dann können wir auf jeden Fall hier durchs... Wow, 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 wow. Nein. Da können wir auf jeden Fall durchs nächste Portal hier gehen. Junge, was sind das für komische Sprünge hier? So, zack, zack. Okay, okay, beide haben es geschafft. Jo, hier ist ein Engel. Schönen guten Tag, mein Engel. Ach, ich bin zwar ein Teufel, aber ich möchte auch ein Engel sein. Ist das Ganze noch möglich? Hallo? Hallo? Pennst du oder was? Ach, naja, Pech. Dann bleibe ich halt ein Teufel für mein Leben lang. Meine Güte, das kann ja wohl nicht sein. So, oh, oh, zack und let's go. Oh mein Gott, da haben wir es geschafft, ey. Und, hä? Warte mal, was ist das denn hier für ein Portal, Freunde? Wir haben hier zwei Portale, ein blaues und ein rotes Portal. Das bedeutet Himmel oder Hölle. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir gehen doch durch das Himmelsportal. Ich habe mich geändert. Let's go, Freunde. Oh mein Gott, und hier ist der Teufelsparcours und links der Engelsparcours. Ich würde sagen, wir bestreiten den Engelsparcours. Oh ja, vielleicht erkennt, wird jetzt so erkannt, dass ich vielleicht doch ein lieber Teufel bin und vielleicht doch ein Engel werden will. Und jo, wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Alles ist wieder total hell und sowas. Und das Rote ist jetzt weg. Und ah, jetzt kommt so Teufel, also Engel, Himmel, Hölle, Teufel, Himmel, Hölle, Engel. Alles auf jeden Fall abwechselnd hintereinander. Okay, okay, links oder rechts? Ich gehe nach links. Okay, okay, komm schon. Wieder links, let's go. Jetzt ist es rechts. Oh mein Gott, Freunde, first try und wieder links. Jo, war das jetzt first try oder war einfach alles richtig? First ging denn da ab. So, wir springen jetzt auf jeden Fall weiter. Und wir sind jetzt hier tatsächlich am Ende angekommen. Die letzte Level. Jo, hier ist einfach eine Engelin. Engelin oder Engel? Ich weiß gar nicht, wie das Ganze heißt. Moin, moin, jo, ich springe auf ihrem Kopf. Auf ihrem Heiligenschein springe ich einfach. So, moin, moin, was geht ab bei dir? Ich bin, ich habe sie rausgeschmissen. Ich bin doch ein böser Teufel gewesen. Oh ja, ich habe sie einfach rausgeschmissen aus dem Obby und wir müssen das Ganze jetzt auf jeden Fall hier schnell... Na ey, hä? Was war das denn? Das war richtig noobig. Wir müssen das Ganze jetzt so schnell wie möglich hier beenden, diesen Parcours auf jeden Fall. Ich will hier raus, ey, so, zack, zack, boom. Sie ist ab hier drüber. Aber ich muss sagen, so schwer ist das Ganze nicht. Ich meine, wir failen gar nicht mal so oft, muss ich sagen. Sondern würde ich sagen, ab geht es hier nach oben. So, die Leiter so nach oben, zack. Und, oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da drüben ist das... Oh mein Gott, ich glaube, das ist das finale Portal. Oh mein Gott, davor dürfen wir aber jetzt hier nicht in die Lava fallen. Und da bin ich mal gespannt, was uns jetzt gleich erwarten wird. Was ist das hier? Ach, das sind so blaue Boote. Ich dachte, das wären irgendwie so Gummibärchen oder irgendwie sowas. Sah ein bisschen so aus wie Gummibärchen. Findet ihr? Nee, findet ihr nicht? Naja, fand ich eigentlich auch nicht. Und dann würde ich sagen, Freund, oh mein Gott, ab geht es jetzt hier durch. Durch das Portal. Und oh mein Gott, ich glaube, oh, wir sind runtergefallen. Das sieht jetzt irgendwie nicht so schön aus. Hä, muss ich sagen, warte mal, was müssen wir denn tun? Ah, wir müssen hier so drauf springen. Zack, zack. Sieht mega gruselig aus, muss ich sagen. Guckt euch das Ganze, Mann. Bloß nicht runtergucken. Wir dürfen einfach nur nicht runterfallen. Jo, wo sind wir überhaupt? Das ist das nächste Portal. Ein blaues Portal oder irgendwie sowas. So, würde ich sagen, zack, ab geht es jetzt hier nach unten. So, jetzt hier vorsichtig. Düp, 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 düp. Drüber balancieren. Hier, badabam, badaboom, badabam. Let's go. Und da nähern wir uns auch schon dem nächsten. Oh mein Gott, nein. Oh, das war ein Sprung zu weit. Da nähern wir uns auch schon dem allerletzten Portal. Ich meine, oh mein Gott, ihr seht es oben. 65 von 70 Level haben wir schon durchgespielt. Okay, krass, krass, krass. Das bedeutet Endspurt. Was wird uns ganz, ganz am Ende erwarten? Vielleicht ein Riesenengel oder irgendwie sowas. Ja, der uns vielleicht so ein paar Weisheiten übers Leben erzählen wird oder sowas. Oder dass wir vielleicht die falsche Entscheidung getroffen haben. Weil am Anfang konnten wir uns entscheiden, ob wir einen Teufel wählen oder einen Engel wählen. Und ich lebe doch. Oh, ich muss aber, glaube ich, in die Lava springen. Ey, warte mal, wo geht es jetzt entlang? Ah, hier entlang, so, zack, die zack. Dann müssen wir jetzt hier so nach oben und den Checkpoint. Oh Gott, ich krieg den Checkpoint nicht. So, jetzt sind wir oben und komm schon. Let's go. Jetzt haben wir den Checkpoint bekommen. Junge, was ist das denn hier? Wir müssen jetzt hier immer in der Mitte rumspringen und nicht in die Mitte. Oh, nein, durchfallen. Was ist denn jetzt hier los, ey? Mein Gott, ey, das kann doch nicht sein, die letzte Level. Daran darf es doch jetzt auf gar keinen Fall. Let's go. Scheitern und oh mein Gott.
das letzte Portal, 69 von 70. Ich würde sagen, wir überlegen, sollen wir das Portal betreten? Natürlich betreten wir das Portal. Ab geht die Post und oh, wo sind wir jetzt angekommen? Guckt euch das Ganze mal und wir haben es geschafft. Wir sind jetzt am Ziel angekommen. Okay, let's go. Bada bam, bada boom. Was geht denn da? Ey, was guckst du mich so an? Und hier ist das Ende, Freunde. Teufelsseite, natürlich hier die rote und einmal links die Engelsseite. Ich würde sagen, ich will doch ein Engel sein. Warte mal, kann ich mich hier wieder zurückverwandeln in einen Engel oder sowas? Ich kann mich hier anmalen und yo, warte mal, was geht denn ab? Oh, ich kann mich einfach anmalen. Okay, ich würde sagen, komm, wir verwandeln uns jetzt in einen Engel am Ende noch. So, wir sind jetzt hier so weiß oder irgendwie sowas und, hier können wir auf jeden Fall so einen Hut ausziehen und, warte mal, so, ich wollte meinen Hut ausziehen und nicht meine verdammten Haare. Wo sind meine Haare hin? Okay, dann würde ich sagen, wie sehe ich jetzt aus? Nein, das gefällt mir nicht. Ey, weg damit. Na toll, ich kann es nicht mehr entfernen. Naja, jetzt sehe ich so aus. Was haben wir hier? Yo, so pinke Kleider oder irgendwie sowas. Let's go. Komm, wir ziehen. Yo, das an. Wie sehen wir denn aus? Also jetzt sehen wir nicht mehr aus wie ein Engel und auch nicht wie ein Teufel. Ich weiß auch nicht, ey, was hier abgeht. Ey, Junge. Und oh, warte mal, wir können sogar so ein schickes Gesicht machen. Und man sieht eh nichts durch meine Brille. Was ist bitte mit uns passiert? Aber ich denke mal, Freunde, das soll es jetzt hier gewesen sein. Mit dem Engel vs. Teufels Parcours. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Für welche Seite hättest du dich entschieden? Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Syntax Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss.